Es war ja noch nie so einfach zu konsumieren. Heute irgendwas im Internet bestellt, morgen wird's schon geliefert. Alles, was das Herz begehrt. Und wenn es einem nicht gefällt, schickt man es einfach zurück. Herzlich willkommen bei Wissen vor 8 Zukunft. In Zukunft aber könnte das noch ganz anders aussehen. Hallo? Hallo. Ich habe hier eine Lieferung für Reschke. Aha, ich habe nichts bestellt. Na, ich habe hier Tintenpatronen und Staubsaugerbeutel, ein Paket. Das brauchen Sie doch, oder? Warten Sie mal ganz kurz. Achso, ich hätte auch noch dieses Mal Taschenlampen und Kerzen dabei. Der Punkt ist, mir wird sehr wahrscheinlich genau das fehlen. Denn weil ich immer bei diesem Versandhandel bestelle, weiß der nach einer gewissen Zeit, was ich in welchen Mengen wann brauchen werde. Warum sollen die also erst meine Bestellung abwarten? Und eigentlich muss ich ja froh sein, rechtzeitig Nachschub zu bekommen. Aber das bedeutet auch, ich werde permanent beliefert, ohne zu bestellen. Also, tut mir leid, ich möchte das nicht. Alles klar, dann nehme ich Sie da mit, kein Problem. Ist jetzt auch blöd, oder? Warten Sie, Druckerpatronen und Staubsaugerbeutel nehme ich. Jo, einmal Drucker, Staubsauger. Aber was sollten denn eigentlich die Kerzen und Taschenlampen? Na, Unwetterwarnung, soll echt heftig werden dieses Mal. Ah, stimmt. Beim letzten Mal war 2 Stunden der Strom weg und ich hatte keine Taschenlampe. Also gut, dann bringen Sie das auch noch rein. Prima. Und tatsächlich, ein großer Paketversender hat bereits ein Patent angemeldet für einen sogenannten antizipatorischen Paketversand. Ziel davon ist es, herauszufinden und vorauszuahnen, was der Kunde genau wann braucht. Dabei spielen natürlich die persönlichen Vorlieben eine Rolle, aber auch die von Freunden, Kollegen und sogar der Nachbarn. Bis hin zu Dingen wie dem Wetter. Nicht bestellt, trotzdem geliefert. Wir wissen schließlich genau, was Sie wollen. Danke. Tschüss. Wobei ich mich ja schon manchmal frage, habe ich das früher wirklich auch alles gebraucht?